Dieser junge Mann heißt Nico Köhler und ist ein guter Freund von Malte Beißel, für den gerade am zweiten Hindernis Schluss war. Sind übrigens beide Geräteturner. Könnte man erahnen. Und jetzt schauen wir mal, ob er es besser macht, ob es für Nico, den 20-jährigen Studenten, besser läuft. Sein Nachname ist tatsächlich ostdeutsch und steht für Cola. Entschuldigung. So, das sieht okay aus. Sollte aber für keinen, der hier wirklich weit kommen will, ein Problem sein, dieser Fünfsprung. So, jetzt das Kasus Knaxus-Hindernis bisher am heutigen Abend. Die Schwungbretter. So, da ist er dran. Und jetzt nur nicht übereilt, mit Bedacht, guten Treffpunkt und dann oben das Ding greifen, den Griff sofort packen. Super! Ja, vollkommen okay. Ja, er muss den Griff gar nicht nehmen, er greift ums Schwungbrett rum. Und das ist tatsächlich auch smart, weil du natürlich einen anderen Schwerpunkt auch suchen kannst. Ne? Viele konzentrieren sich auf diesen Griff. Ja. Der Latissimus dorsi, der Rückenmuskel, ist ganz gut ausgeprägt. Der wird den ein oder anderen Kreuzhang erlebt haben. Hier, das macht diese V-Form aus. Das ist schon wieder, das ist wieder Körperwelten, ne? Ja. Boah, allein da, können wir das näher sehen? Heidewitzka. Die so. Im unteren Rücken die Muskeln. So, guck Ansätze, mal, jetzt hat er den Ball in Bewegung gebracht. Der ist auch schon drüben in der Schublade drin. Jetzt noch die Ringe nachführen. Gut, dann der Übergang zu dem unten hängenden Ring. Der weitere hier beim Jackpot-Hindernis ist schon rausgekommen. Jetzt nur keinen dusseligen Fehler machen. Mit Köpfchen. Ja, sieht gut aus. Die Schwungbewegung, die Richtung stimmt. Keine Versenkung. Sehr gut. Jetzt auch hier gerade Schwungbewegung. Ja, aber als Turner der ist weiß gut er dabei. Das. Als der Turner kann dabei. Er. Jawohl! Jetzt Achtung, Balancehindernis für viele. Immer so eine Zitterangelegenheit. Der Fidget Spinner. Jawohl! Ja, geht in die Mitte. Auch da. Der hat sich anders auseinandergesetzt mit diesem Parcours. Ich sag's dir. Aber jetzt gibt's vielleicht Leute auf dem Sofa, die sagen, ja, so will ich auch mal aussehen. Wie nennt man das bitte schön? Physiologie, Physis. Und das ist Nikos Schwester und die ist mal richtig stolz auf ihren Bruder. Ja, kann es auch sein. Leistung bis hierhin ist top. So, auch den Schwungarm ohne Probleme gemeistert. Weiter geht's an den Einraster. Und der geht noch mal ordentlich, aber richtig ordentlich in die Arme. So. Und das ist so ein... Der ist in der Zeit... Im Verhältnis zu den anderen relativ langsam. Das ist komplett egal am heutigen Abend. Vor allem, wir haben erst drei Finisher. Ja. Das ist ein Neuling, der will vor allem den Buzzer drücken. Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder erwähnt. Das ist für die meisten das Hauptziel, wenn die richtig gut drauf sind, irgendwie diesen Parcours bezwingen, den Buzzer drücken. Und wenn er den drückt, dann geht er ins Halbfinale mit. Das ist sicher. Das war nicht gut von der Bewegung. Nee. So hat er jetzt noch genug Schmalz. Ja, es sind diese langen Wege beim Einraster. Er hatte vorhin diese Einstein langen Wege, auch gesagt. Ne? Ja. David Einstein meinte schon so, ja, bis da der Einraster kommt, dauert's. Und er schafft es aber zumindest Bravo. Bis da. So, nur noch. Bravo, der wird den Buzzer drücken. Nico wird den Buzzer drücken. Und die Zunge immer draußen. Der Jordan des Ninjasports. Jetzt wollen wir nicht übertreiben. Na doch, der ist wie Joshua Kimmich. So, der nimmt die kleine Wand. Nico Köhler. Ja, da hat er keine Idee. Das ist interessant. Das haben wir übrigens bei Turnern auch schon häufiger erlebt. Weil er rennt in die Wand und nicht die Wand hoch. Nein, er soll den Kopf hochnehmen. Also ist schon länger her, dass wir mal gesagt haben, guck hoch, ne? Ja. Weil die das eigentlich alle können. Wenn sie sich damit beschäftigt haben. Er hat das und er... Oh nein. Aber pass auf. Nicht in die Wand rein, den Kopf hier oben, nur den Kopf hier hoch. Und dann nicht in die Wand rein. Komm, Junge, komm! Jawohl! Sag ich doch, nur hier! Hier auf dieser Startplattform stehe ich, ne, von Ninja Warrior Germany. Und da standen schon sehr, sehr viele Menschen. Und komplette Folgen mit Menschen auf dieser Startplattform, die gibt es hier bei RTL Plus. Oder kleine Schnipsel von unfassbar tollen Läufen von Athleten und Athletinnen, die gibt es hier. Also, ich würde da ja draufklicken, wenn ich du wäre.